Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Und ich möchte mich nochmal ganz kurz entschuldigen für den kleinen Soundfail bei der letzten Aufnahme. Ja, war schon so ein bisschen Katjas, wenn man da seine Stimme mit dem Webcam-Mikro aufnimmt und die Stimmqualität dementsprechend scheiße ist. Aber gut, das passiert nochmal und boah, an sowas habe ich echt nicht gedacht, dass das sich ja dann wieder umstellt und dann, boah, nee. Aber gut, waren ja dann doch nur zwei Parts, ist nicht schön, aber nachsynchronisieren hatte ich da echt keinen Bock und vor allem ist es auch nicht das gleiche, als wenn man live spielt. So, nachsynchronisieren ist dann immer noch so ein bisschen was anderes, weil man dann die Sachen ja alle schon kennt und dann noch so zu tun, als wenn die neu sind, das kommt dann immer so komisch gespielt rüber. Okay, dann lasst uns, wie eigentlich zu Beginn jeder Aufnahme, mal einen Blick auf die Karte werfen. Nach Boston sollen wir, ne? Ganz genau. Okay, dann wollen wir aber zuallererst mal hier noch diesen Aussichtspunkt einnehmen. Den hatten wir noch nicht, ne? Ach stimmt, auch das war ja dieser Fackbaum. Ach Kacke, stimmt. Das habe ich nicht geschafft beim letzten Mal. Okay, dann lass uns das mal nochmal versuchen. Irgendwie muss es ja gehen. Immer diese Bäume, wa? Okay, Connor, dann schwing mal die Hüfte und dann zeig mal hier, was du drauf hast. Oder in der Kletterkünste und so, ne? Go, go, go. So, hier und da und wir sollen wohin? Ja, toll. Also hier komme ich schon mal nicht weiter. Wir können aber hier an der Rinde entlang. Ja, oder so. Warte mal, wir sollen. Ja, wir sollen. Au. Connor, kannst du? Irgendwie will er. So viel dazu. Okay, nochmal, kannst du dich. Das soll ich an der Rinde. Wir könnten doch das letzte Mal da irgendwie an der Rinde entlang klettern. Mach das doch bitte nochmal. Ach, Connor, ey. Da lang. Schwupps und schwupps. Schwupps. Genau. Jetzt mal ohne Witz, wie soll ich denn hinkommen? Nein! Ach, Connor! Ganz ehrlich, ey, manchmal bist du so eine Dumpfbacke, ne? Was sollst du denn in den Ast springen und nicht runter? Irgendwie muss man doch da hochkommen, ey. Ganz ehrlich. Ja. Einmal versuche ich es jetzt noch. Wenn wir wieder sterben, dann lasse ich das jetzt erstmal. Kann ja nicht sein. So, du Fuckbaum. Ich brenne dich gleich ab. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier auf den Baum nicht raufkommen oder was? Ich sehe nicht so ganz, wie ich da weiterkommen soll. Und leider sehe ich auch nicht immer, wohin Connor als nächstes springen will. So, jetzt sind wir wieder an der Rinde dran. Das ist schon mal sehr gut. So, kommen wir denn an der Rinde jetzt irgendwie noch weiter? Nee. Hier kommen wir nicht. Also das Einzige ist der Ast über uns hier. Hier kommen wir noch hin. Ach, Connor. Boah. So ein Scheiß. Warum kann der denn nicht. Wir sollen. Boah, wie sollen wir denn da rüberkommen? Okay, einer geht noch. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Sowas kotzt mich immer an, ne? Boah, wenn Sachen nicht so klappen, wie ich es will. Da noch so ein Scheiß Baum, ey. Warum springt Connor da auch runter, ey? Das war auch lebensmüde. Man sieht doch, dass man da stirbt. Leute angezeigt bekommen, wo der hinspringen will. Ja, genau. So und so. Jetzt so und jetzt hier hoch. Ah, doofer Baum, du. Ich versuche jetzt mal so lange hier hochzukommen, wie es geht. Und ich lasse diese Seite des Baums jetzt einfach mal in Ruhe. Aber ich komme hier auch nicht weiter. Jetzt springt er schon wieder runter.
Alter, springst du denn runter? Okay, das ist der einzige Weg, den wir bis jetzt haben. So, jetzt könnten wir... Ich weiß nicht, ob er das macht, aber... Das bringt... Nee, auf den Ast bringt uns nichts. Das heißt, hier hoch ist auf jeden Fall schon mal richtig. So, wir könnten jetzt auf den Ast, aber das bringt uns genauso wenig. Connor, warum kannst du jetzt nicht einfach jetzt hier rechts den Ast hier hochklettern? Wie soll ich denn da hinkommen? So, hier komme ich noch hin. Alter, springt der schon wieder runter. Alter, fick dich. Boah, okay, einer geht noch. Letzter jetzt aber. Was ist denn das? Warum kommt der denn auf diesen scheiß Baum nicht hoch? Ich sehe ja nicht, wie ich da weiterkommen soll. Fuck, Baum, du, ey. So. Jetzt sag doch mal, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja bloß in eine Richtung. Hier nach rechts will er nicht. Ja, toll. Connor, fick dich richtig ins Knie. Meine Fresse, ey. Geht ja nicht klar. Du solltest markieren. Boah, mach ich wieder aggressiv hier. Da kann ich sogar per Schnellreise hin. Dann gehe ich jetzt halt per Schnellreise hin. Scheiß Baum, du, ey. Mögst du verrecken. Boah. Geschlagen von einem Baum, ey. Kann man uns doch nicht bieten lassen. So, Boston, ich komme. Ich weiß gar nicht mehr, was wir das sollten. Wir sollten irgendwie... Ja, weiß nicht. Ein Aufstand? Oh Gott. Okay, wir sind inkognito. Ich wollte gerade sagen, überall Gegner. Hier wollte ich nicht hin. Was sagt denn hier unsere Aufgabe? Connor wurde in die Bruderschaft der Assassinen eingeführt. Nun muss er die Templer aufspüren und ihren Treiben ein Ende setzen. Mensch, das ist ja eine präzise Aufgabe. Okay, gut, laufen wir hier einfach mal ein bisschen lang. Das ist doch das Vor hier, oder? Warte mal. Was sagt die Karte? Okay, jetzt versuchen wir mal hier in Boston wenigstens ein paar Aussichtspunkte einzunehmen. Sofern es das Spiel zulässt. Ach, jetzt Boston. Jetzt bin ich mal gespannt auf die FPS. Wenn ihr knack seid, verlasst euch auf die Dienste eines... Dum. Okay, also bis jetzt sind die FPS, ich nehme mit 40 auf. Aber da muss ich sagen, jetzt haben wir wieder 40. Ja, also, okay, gut. Es schwankt jetzt immer mal, geht mal runter hier bis zu 37, aber alles kein Problem. Also, yay, freut mich. Endlich können wir uns auch im Boston einigermaßen gut bewegen. Das ist doch gut. Okay, wir könnten uns jetzt auch ein Hotte Hü nehmen eigentlich, oder? Ich glaube ja. Aber egal, lassen wir das Hotte Hü mal in Ruhe. Oh, jetzt hier die Menschenmasse. Was sagen die FPS? Ja, gut. Mensch. Bin schon nicht zufrieden. Okay, wo soll man hoch? Wir sollen da auf diese Kirchspitze. Lass mich mal durch. Ja, du betest. Da, la, la. Warum kann das nicht so leicht sein mit dem Baum wie hier, ey? Ah, so Adler, hier machen wir mal Flieger. So, und... Wir haben auch noch gar keine Pfeile, ne? Wir müssen mal uns irgendwie nochmal ein paar Pfeile besorgen. Hui! Boah, wenn er so eiskalt gegen die Hauskante knallen würde und sich sämtliche Gliedmaßen bricht. Was haben wir hier? Abenteurer. Was haben wir hier? Ein Schatz. Wo sollen wir eigentlich hin? Da sollen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns den Aussichtspunkt hier auch nochmal. 200 Meter. Und dann kümmern wir uns nochmal um so eine Seite. Hier ist ein Abenteurer. Nee, komm, das brauchen wir jetzt mal gerade nicht, oder? Nee. Gerade mal nicht. Ich weiß gar nicht, was bringen uns diese Abenteurer eigentlich? Eigentlich ja nicht so viel, ne? Nö. Oh, jetzt kann man wenigstens Boston mal so richtig schön genießen. Ist schon ein wirklich erschienenes Spiel, ne? Auf jeden Fall. Schöne Kirche, Mensch, ihr habt's auch mit Kirchen hier, wa?
Unser Erzfeind ist übrigens, für die, die es vielleicht nicht selber spielen. Und... Ach ja, stimmt. Auf Häuserklettern dürfen wir ja trotzdem nicht. Ja, egal. Ihr seht mich nicht. unser Erzfeind sind natürlich die Templer und zu denen gehört auch unser Vater. Haven oder Hiefen. Und ich bin immer gespannt, wie sich das so entwickelt, dieser Vater-Sohn-Konflikt. Bin ich mal wirklich gespannt. So, mal wieder ein Aussichtspunkt, da soll ich runter, okay. Tududum. Okay, haben wir das auch. Dann haben wir hier einen Schatz. Guck mal, hier haben wir auch noch ein Stück Papier. Ein Almanach. Ein Stück Papier. So, wenn wir mal versuchen, das zu kriegen, wenn das Papier nicht mal wieder schneller ist als wir. Das ist auf jeden Fall irgendwie oben. Du machst dich sofort da runter! Wir haben's, Mensch, wir haben's. Bereit zum Schießen! Aua. Okay. Aber wir haben das einmal nach, immerhin. So, sammeln eins von vier. Was, eins? Hatten wir denn schon mal eins? War egal. So, gut. Als nächstes hier mal den Schatz. Wenn er hier schon mal um die Ecke ist. Da sind da bestimmt auch wieder irgendwelche Soldaten, oder? Ich glaub mal schon, ey. Die sind da mal überall, ey. Vermehren sich wie die Kanickel. Das glaubt dir ja keiner. Sprinte, Connor, sprinte! Wo sollen die sein? Das ist das Sperrgebiet? Nee. Oder? Ist das Sperrgebiet? Nee, oder? Weiß ich nicht. Hier sind so viele Soldaten. Okay, nee, die machen keine Faxen. Kann ich jetzt einfach so die Truhe mitnehmen, ohne dass die was merken? Okay. Pff. Okay. Klacken wir einfach mal so das Schloss in dem ihrem Lager, kein Problem. Haben wir es? Ja, sehr gut. Wir haben 750 Pfund erhalten. Pfund, ne? Ja, Pfund. Sehr gut. die stört das gar nicht. Ach, ich beklau die. Quatsch, kein Problem. Ich bin Connor. Ich kann das. Okay, so, dann würde ich mal sagen, auf unserem Weg liegt ja hier gleich mal noch ein Almanach nach. Sind zwar 300 Meter, aber nehmen wir das mal auch gleich noch mit. Was das dann zum Schluss bringt? Ihr, keine Ahnung, wer was sehen, wa? Der Part ist leider gleich wieder vorbei. Komm, das einmal nachkriegen wir noch, oder? Oh, na, knapp. Guck mal, hier ist sogar die Scheibe eingeschlagen. Hey, wie geil. Was ist denn das hier für ein Strich auf dem Boden? Jetzt weg hier. 200 Meter auch. Und ich bin ja mal unheimlich gespannt, wie hier der Unabhängigkeitskrieg so inszeniert wird. Boah, da freue ich mich auch schon drauf. Bestimmt ziemlich geil. Aber ich glaube, bis dahin dauert es noch ein wenig, würde ich mal sagen. So, 90 Meter und wir müssen wieder auf ein Haus rauf. Dann sind doch da bestimmt wieder irgendwo Soldaten, oder? Immer diese Rautröcke. So, da vorne sehen wir es doch schon. So, haben wir? Sehr gut. Tja, du Stück Papier! Bist... Hä? Wir haben doch eben schon wieder eins gekriegt. Warum steht da immer noch eins von vier? Ach so, das sind Band 1. Das werden wahrscheinlich von verschiedenen Sachen sein, wa? Jo, denk mal schon. So, guck mal, hier haben wir gleich noch einen Schatz. Nehmen wir doch auch mal mit. Das sind ja bloß ein paar Meter aus. Und danach ist dann der Partleiche wieder zu Ende. Ja, mei, das gibt's doch nicht. Huch, wo ist der denn? In welcher Gasse? So, da haben wir ihn. Na, der Hund. Schloss knacken. Mensch, ich tue ja nichts lieber. Na dann mal, go, go, go hier.
Was? Ja. Oder? Ja. Spirituosen, Hustenmedizin. Was? Stippdecken. Mensch. Edle Möbel. Was da alles in der Kiste drin ist. Edle Möbel, Tische, Stühle, Schränke, alles in der Truhe drin. Ach so, Plan. Ach, das sehe ich jetzt erst. Das ist nur ein Plan, okay. Wollte gerade sagen, wäre ein bisschen sehr unrealistisch gewesen. Okay, dann mit den ganzen Plänen in unserer Tasche verabschiede ich mich dann mal für diesen Part. Und wir sehen uns dann morgen bei Assassin's Creed 3 wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao.